So, meine lieben Freunde und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Resident Evil 2. Wir sind hier gerade mit Sherry unterwegs im Haus oder im Waisenhaus, wo der Polizeichef uns gefangen hält. Und wir versuchen gerade herauszufinden, beziehungsweise versuchen wir Sherry natürlich herauszukommen, aber ich würde natürlich gern herausfinden, was es mit dieser ominösen Frau hier auf sich hat. Und was der Typ hier treibt. Die Gesichtsfarbe von der sieht auf jeden Fall so aus, als würde sie nicht mehr unter den Lebenden weilen. Okay, da ist der Schlüssel. Oh shit. Wo willst du hin, Sherry? Du solltest doch da bleiben. Fuck. Du musst lernen zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Muss dir Manieren beibringen. Genau, Sherry. Nein, das ist Mistkerl. Dafür wirst du bezahlen. Ah, du kleine Kröte. Das hat bestimmt wehgetan. Okay. Fuck, 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 fuck. Du noch bereuen, verdammt! Wo sollen wir bloß hin? Haben wir jetzt den Schlüssel eigentlich bekommen, oder? Ne, wir haben den Schlüssel gar nicht. Hallo, mein Freund! Irgendjemand, bitte! Du dummes Miststück, das ist eine Sackgasse! Sicher? Er schließt ab. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. Scheiße. Wo bist du? Zeig dich. Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Die Tür ist zu, ne? Nein, er dreht sich um. Scheiße! Mist. Ich dachte, ich kann ihm vielleicht den Schlüssel irgendwie abnehmen. Okay, nochmal. Das ist echt eine spannend gestaltete Szene hier, muss ich sagen, mit Sherry. Muss mich verstecken, muss mich verstecken, muss mich verstecken. Dass man hier so eine Art kleine Versteckszene hat. Man kann hier nirgends hin, ne? Kann ja nirgends weitergehen. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. So, mein Freund. Jetzt hat er schon mal was aus dem Weg geräumt. Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Okay, hier kann ich aber trotzdem nicht lang. Scheiße. Ich glaube, ich muss warten, bis er irgendwas aus dem Weg geschafft hat. Aha. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Verdammt nochmal. Verpiss dich. Ich seh dich. Shit! Spiel es aus, Sherry. Ach. Ja, das entwickelt sich jetzt zu einer blöden, zu einer blöden Szene, wo man alles auswendig lernen muss. Ein bisschen schade, aber naja. Muss mich verstecken, muss mich verstecken, muss mich verstecken. Jetzt weiß ich ja, wo ich mich verstecken muss. Jetzt aber. Die Tür ist zu. So, eigentlich ist es ja ganz simpel. Wo
bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Dann müssen wir nur hier bleiben. Und warten. Bis der liebe Herr uns den Weg eröffnet. Schön die Schnauze verbrannt, ey. So muss das sein. Schön verätzt. Oh Gott. Oh Gott. Ich mag den Typen überhaupt nicht. Das ist so ein richtiger... So ein richtiger Wichser. Das Stück muss hier irgendwo sein. So, jetzt hat er sich gestoßen. Jetzt kann ich hier weitergehen. Verdammt nochmal. Ich weiß bloß nicht so richtig. Oh, er guckt hier lang. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Hoffentlich ist die Tür hier offen. Hoffentlich ist die Tür offen. Die Tür ist zu. Ich krieg... Nicht mehr. Bitte. Shit. Das ist deine letzte Chance, verdammt. Zeig dich. Sofort. Jetzt habe ich es doch verrissen, Freunde. Ah, der guckt doch eh genau hier in die Ecke. Scheiße! Das brennt! Das Spiel ist... Scheiße! Ach, Mann! Freunde, das würde ich... Ach so, zum Spielmodus assistiert, wechseln und fortfahren, Zielhilfe, teilweise Autoerholung der Gesundheit, Gegner sind etwas schwächer. Nein! Auf gar keinen Fall. Gerade bei dieser Szene... Oh, hier ist ja so ein kleiner Raccoon. Okay, wir müssen das alles auswendig lernen. Also müssen wir in diese Kammer da hinten. Dort, über das Fenster. Ah, über das Fenster müssen wir raus. Das war jetzt von mir ein bisschen blöd. Ich dachte, wir müssen hier durch die Türen gehen. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. Wo bist du? Solche Szenen kommen in dem Spiel natürlich. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Immer ein bisschen besser rüber, wenn man die First Try schafft. Dann wird's nicht so lästig. Und so unauthentisch, wenn man dasselbe passiert. Aber naja. Das kann man dem Spiel jetzt nicht unbedingt schlecht reden. So, das ist unser Moment. Verdammt nochmal! Hallo, wir müssen doch hier irgendwas tun können. Scheiße. Was zum Fick soll ich denn machen? Jetzt. Verdammte Hacke, ey! Ich seh dich. Ja, toll. Ey, ich sehe es nicht. Das Spiel ist aus, Sherry. Nein! Keine Peilung, was ich hier machen soll, ne? Wir können höchstens... Wir müssen noch länger da vorne warten. Bei dem ersten Hindernis, bei dem ersten Ding, wo wir uns die ganze Zeit verstecken. Muss mich verstecken. Müssen wir hier, hier müssen wir, glaube ich, einfach noch länger warten und immer schön kreisen. Bis er weg ist. Bis er eine Tür öffnet oder sowas. Anders wird das wohl nichts werden. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. Wo bist du? Zeig dich. Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Ja, ja, du machst mir noch keine Angst, Kollege. Du machst mir keine Angst. Da machen mir Licker mehr Angst. Als dieser Fettsack hier. Oh Gott. So. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Verdammt nochmal!
Oh, fuck. Das war echt schweineknapp. Scheißdreck. Nicht mehr. Nicht mehr. Bitte. Okay. Das ist deine letzte Chance, verdammt. Jetzt wird man schon das Gröbste überstanden haben. Sofort. Hat gar keinen Peil, wo wir sind. Oh, Scheiße. Das brennt. Aha. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Okay. Jetzt müssen wir schnell sein. Jetzt müssen wir richtig schnell sein. Komm schon, Cherry, nimm dir den Schlüssel. Und jetzt schnell. Okay, okay, Cherry, renn. Okay, Cherry. Durch, durch, durch. Tür schließen. Schließ die Tür. Schließ. Sie schließt nicht ab. Sie schließt nicht ab. Okay. Ich dachte, sie sperrten jetzt wenigstens schnell ein. Jetzt raus hier. Da draußen ist es zwar auch nicht für sich. Das gibt's doch nicht. Jetzt schließ ab, Kleiner, schließ ab. Oh. Eine Axt. Der Typ hat eine Axt. Natürlich. Komm hierher, kleines Miststück. Oh Gott, wie ich die Taschenlampe schon sehe. Scheiße. Fuck. Jetzt kriegst du Ärger. Lass mich los. Was zur Hölle? Das ist doch Birkin. Der Typ ist Birkin. Das sieht man doch. Hundertprozentig. Ich behaupte das jetzt einfach. Der Typ ist Birkin, das ist Cherry Birkin. Ja, es fasst doch alles zusammen. Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit. Bring mir den Anhänger oder Cherry ist tot. Den Anhänger? Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Cherry okay? Vorerst. Ich schwöre Sie, Miss Kell, wenn Sie ihr wehtun. Ist das dein Ernst? Jetzt habe ich gerade nicht so wirklich gelesen, verdammt, ob das gerade ein Blick in die Vergangenheit war. Oder... Ach, nur Arschloch. Ob das ungefähr zeitgleich passiert ist, alles. Gerade was wir mit Cherry erlebt haben, bin ich mir gerade nicht sicher. Weil ich glaube, anrufen, das muss in der Vergangenheit gespielt haben. Nee, Quatsch, andersrum. Das, was wir gerade gespielt haben, muss noch passieren. So rum. Weil mit dem Parasiten da im Hals wird er wahrscheinlich nicht unbedingt telefonieren können. So, Freunde. Unsere nächste Aufgabe ist, Cherry aus dem Waisenhaus befreien. Das heißt, wir müssen jetzt... Naja, in die Tiefgarage. Wir müssen jetzt in die Tiefgarage und da diesen Ausweis hier benutzen, den Garagenschlüssel, die Schlüsselkarte, um da rauszukommen. Und zum Waisenhaus zu gelangen. Nebenbei sitzt natürlich noch der Typ im Nacken, dieser Mr. X. Was auch nicht unbedingt die Sache so viel schöner macht. Müssen wir erstmal kurz einen Weg überlegen. Wie kam ich denn am schnellsten jetzt? Wartet mal, ist ja easy der Weg. Wir müssen ja zu Mr. X gar nicht mehr. Wir müssen ja hier lang. Das ist ja easy. Ich könnte wetten, in der scheiß Tiefgarage
wird noch irgendein Mist passieren. Wir haben auch ziemlich viel MP-Money, ne? Also im Notfall. Wir sind echt sparsam, muss man ehrlich mal zugeben. Wir sind schon sparsame Spieler noch. Also wir haben schon noch ziemlich viele Items. Es gibt mir aber auch so ein kleines Sicherheitsgefühl. Aber ich glaube, der Mr. X wird uns nicht lassen. Ich glaube, sobald wir jetzt die Garage erreichen, werden wir nochmal ein richtiges Problem bekommen. Weil jetzt so einfach aus dem Polizeipräsidium, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Irgendwas stellt sich uns hier noch in den Weg. Ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, noch scheint hier alles ruhig zu sein, aber sobald wir den Schlüssel hier reinhauen, passiert irgendwas. 100 Pro. Du schon wieder. Ich wusste es. Ich wusste es. Der ist schneller, oder? Der ist doch schneller. Okay, jetzt raus hier. Weg hier. Fuck. Hier ist noch ein Kraut. Hier ist noch ein Kraut. Und jetzt weg. Scheiße. Wir sind so langsam, ne? Oh Gott. Wo muss ich überhaupt lang? Oh, das ist noch ein Zombie. Null Ahnung, wo wir lang müssen. Oh Mist. Ist wohl nicht der richtige Weg. Ernsthaft? Claire, ist das dein Ernst? Es ist nicht der richtige Weg. Es ist nicht der richtige Weg. Okay, sie sind durchgebrochen. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hey, das ist ja ganz gut für uns gelaufen. Geht wohl nur hier weiter. Gut, 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 gut. Das ist gut. Haben wir ihn abgehängt? Verfolgt uns gerade nicht. Mal kurz mal eine ruhige Kugel schieben. Also dieser Mr. X, der macht mir echt... Ach hier, Umbrella. Mit diesem wunderschönen Logo. Dass dieses Pharmaunternehmen nur Gutes im Schilde führt. Umbrella. Für die ganze Familie. So. Hunde. Da ist noch ein Zombie. Den werden wir wohl nicht so einfach umgehen können. Scheiße. Ja, den muss ich mal erschießen, oder? Ich glaube, den muss ich wirklich mal erschießen. Ist ja nicht schlimm. Freu dich. Bam. Können wir eigentlich vorbei. Oh, diese Hunde. Fuck. Fuck, 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 fuck. Die machen mir echt ein bisschen Angst, Mann. Bleib bloß liegen, Kleiner. Zombie steht gerade wieder auf, aber ich glaube, der wird es nicht über die Mülltonne schaffen. Hier war auf jeden Fall noch ein zweiter Hund. Wo ist der? Wo bist du, Drecksköter? Hier von rechts kann nichts kommen. Da ist er ja! Shit, 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 shit. Kleiner dreckiger Köter. Die blöde Bitch! Die ist tatsächlich über den Mülleimer gekommen.
auch einen Hund. Den erschieße ich. Auf die Viecher habe ich keinen Bock, da wegzurennen gerade. Muss ich ehrlich sagen. Die erschieße ich einfach. Diesen Luxus leiste ich mir. Hier sind noch mehr, ne? Was ist denn mit dem hier eigentlich? Gut. Steht ausnahmsweise nicht wieder auf. Hey ho. Gut, die lassen wir echt mal weg. So. Jetzt müssen wir hier durch. Das erinnert mich eigentlich an den Anfang des Spiels. Also an Anfang des Originalspiels. Weil da muss man ja auch über so ein... Fuck. Gehen die durch die Türen? Du Mistvieh! Du dummes! Bleib bloß weg. Bleib bloß weg. Echt jetzt? Die können echt über Scheiß. Okay, ich kann nicht zielen. Ich kann nicht gut zielen. Ich kann nicht. Der ist schon mal tot. Boom! Nochmal? Okay. Also jetzt reicht's aber auch mit Hunden, würde ich sagen. Da ist noch ein Kraut. Vielleicht auch... Oh, schön, ein bisschen Munition. MP-Muni nochmal. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin zufrieden. Da ist noch eine Töle? Jetzt hört aber mal auf. Gleich weg, gleich wegholzen. Hunde müssen in Resident Evil müssen sterben. Weil die einfach so derartig hardcore nerven können. Übrigens spiele ich gerade mit einem Kumpel nochmal Resident Evil 6 durch im Koop. Und das Spiel ist ja mal... Es ist ein gutes Spiel, ein gutes Actionspiel. Aber es ist schon heftig. Es ist zu actiongeladen. Da kommt der Grusel eines Resident Evil wirklich gar nicht mehr rüber. Ist ein schöner Koop-Action-Shooter so an sich, aber... Gruseln kann man sich bei dem Spiel nun wirklich nicht mehr. Was ein bisschen schade ist. Da finde ich das hier schon wesentlich geiler. Als Resi 5 und Resi 6. Obwohl ich Resi 5 fast noch cooler finde als 6. Wo das ja auch schon so actionmäßig war. So, in dem Bus scheint wieder ein Zombie zu sein. Aber hier liegt noch was, weil hier ist noch rot. Das heißt, hier müssen noch irgendwo ein Item rum oxidieren. Ja, rotes Kraut. Blaues Kraut, schade. Und noch ein Köter. Jetzt hör doch mal auf. Du Arschloch, stehst doch bestimmt auch auf. Oh, da ist noch eine, so eine Raccoon-Figur. Jetzt die Hunde getriggert. Ich habe einen Hund getriggert. Ist die Frage, wo die Hunde kommen. Okay, die sind hier irgendwo dahinter. Oh, da ist er ja. Oh, oh, ich hasse euch so sehr. Ich hasse Hunde so sehr. Die sind so schnell immer. Wir kommen, wir wären nie durch das Areal gekommen mit Wegrennen. Gerade weil die über den Zaun und so springen. Keine Chance. Ich probiere es jetzt. Gut, der ist schon mal Geschichte. Den könnten wir eigentlich auch weglocken. Den müssen wir nicht unbedingt erschießen. Ich lock den jetzt weg. Oh.
Oh, come on! Kein Bock auf Regen oder was? Ist ja lächerlich. Mist. Ups, daneben. Oh, schön. Endlich mal ein Instant Death. Handgranate. Gut. Aber dann reicht's auch bitte. Ah, da ist sogar schon das. Das Waisenhaus. Sehr schön. Hier scheint ja kein Item mehr zu liegen, sonst wäre hier noch rot markiert. Super. Immer dieses schreckliche Areal. Lol. War das wirklich dafür ausgelegt, durchzurennen? Nee. Nee, nee. Die Hunde, die sind schon verdient gestorben. So, da wollen wir mal Sherry zu Hilfe eilen. Mal sehen, was hier noch alles passiert ist. Ich meine, Birkin scheint ja seine Tochter... Es ist seine Tochter. Ich meine, es wurde noch nicht erklärt, aber es ist so, Freunde. Ich behaupte das jetzt einfach mal so. Es scheint seine Tochter nicht anzugreifen. Also ein bisschen instinktiv... Oh, die Kratzer. So ein bisschen instinktives Handeln scheint da doch dabei zu sein. Hallo! Ich habe den Anhänger! So. Sherry, wo bist du? Gucken wir uns erstmal hier oben. Obwohl, wir bleiben erstmal unten. Und speichern erstmal ab. Hier unten ist ja eine Schreibmaschine. Vielleicht ist da auch eine Truhe in der Nähe, dass man mal... Ja, die werden gar nicht mehr hier sein. Die werden alle drei nicht mehr hier sein. Oh! Deine Schuld! Zu trödelig! Oh Gott! Oh fuck! Verdammt, William! Oh mein Gott! Ah, es ist räudig. Ach du Scheiße! Räudig! Aber ganz ehrlich, es hat den richtigen getroffen. So, Freunde, aber an dieser Stelle mache ich mal wieder einen Cut hier bei Folge 10 mit Resident Evil 2. Wir haben viel erlebt, haben uns den Weg zum Waisenhaus geschlagen und ich hoffe, dass wir Sherry finden in der nächsten Folge. Den Polizeichef hat es schon mal geäxt. Das war eigentlich auch das Ziel dieser Folge, muss ich ehrlich sagen, dass der endlich verreckt. Aber ich hoffe, Sherry geht's gut. Und Birkin, oder der Typ mit diesem komischen mutierten Arm, wird nicht zu gefährlich. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge erfahren, Freunde, mit Resident Evil 2. Ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Abend. Immer fleißig weiterzocken, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.